Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair. Halbfinale in der Champions League. Los geht's mit Tottenham Hotspur gegen Ajax Amsterdam. Dienstagabend und das erste Halbfinale in dieser Champions League Saison lautet Tottenham Hotspur gegen Ajax Amsterdam. Und es ist vielleicht für die Gäste aus den Niederlanden ein etwas ungewöhnliches Szenario, denn das erste Mal gehen sie nicht als krasser Außenseiter rein, sondern als gleichwertiger Kontrahent gegen eben die Tottenham Hotspur. Die hatten ja Manchester City ausgeschaltet, etwas glücklich am Ende, trotzdem machten sie dort von ihrer spielerischen Qualität Gebrauch. Und hier hatten sie die erste Möglichkeit, da ja mit dem Kopfball, und der hätte hier schon gleich mal gesessen, aber zum Glück für Onana war noch ein Kopfball seiner Vordermänner dazwischen. Der anschließende Eckstoß und die Anfangsphase hier der Hotspurs wirklich richtig stark, und dann ist es Feldmann auf der Linie, der klärt und wiederum das 1:0 verhindert. Aber die Spurs weiterhin richtig stark aufgelegt in dieser Anfangsphase. Lucas Moura, und da ist dann Rose. Dyer kriegt den Ball nicht vorbei, aber Wanyama im Nachsetzen. 16. Spielminute, das verdiente 1:0 für die Londoner. Erst noch stark von Onana, im zweiten Versuch ist er dann aber geschlagen. Kommt nicht mehr rechtzeitig hoch und streckt sich eben nicht weit genug. Nun auch Amsterdam. Ziyech im Strafraum und dann mit dem ersten Abschluss nach 25 Minuten Vertonghen, aber dazwischen der mit etwas Glück die Fußspitze an diesen Schuss ranbekommt. Klar, dass das von Rose honoriert wird. 5 Minuten bis zum Pausenpfiff, nochmal Tottenham Hotspur und das 2:0. Eriksen mit einer fantastischen Flanke auf den ersten Pfosten und Fernando Llorente hält nur noch den Fuß hin. Onana irrt da ein bisschen durch seinen 5-Meter-Raum, versucht sich zu orientieren, kann es nicht mehr rechtzeitig schaffen, und so schlägt eben der alte Weise im respektvollsten Sinne Fernando Llorente nochmal zu. Ajax Amsterdam auch verdient hier im Rückstand, jetzt wollten sie sich rankämpfen. 48. Spielminute, Tadic mit dem Abschluss, gar nicht mal so verkehrt, das war jetzt im zweiten Durchgang eine deutlich offenere Partie als noch im ersten Abschnitt. Victor Wanyama zu Dele Alli mit dem Abschluss, aber De Ligt ist dazwischen und macht es hier dadurch komplett ungefährlich, diese Szene. Trotzdem, wie gesagt, jetzt war es eine offenere Partie. Nun wieder Ajax Amsterdam. Der Auswärtstreffer sollte schon her, ein 2:0 wäre extrem schwierig aufzuholen. De Jong zu Ziyech und dann 69. Minute, mittlerweile auch etwas Pech dabei für Ajax Amsterdam. Und in den beiden K.O.-Phasen davor waren sie jeweils in der Position, das erste Spiel zu Hause zu haben. Gegen Real verloren sie ja im Hinspiel zu Hause in der Johann Cruyff Arena, und gegen Juve spielten sie nur 1:1. Nun aber nochmal Ajax Amsterdam, und jetzt hatten sie ihren Treffer. 76. Minute, Dusan Tadic. Na, fantastischer Flanke von der rechten Seite, steigt er hoch und nickt den dann ein. Loris kommt nicht mehr raus aus den Latschen und der schlägt dann hinter ihm ein. Aber Tottenham Hotspur verwaltete nicht das 2:1, wollte sich damit nicht zufrieden geben und kam nochmal. Rose mit der Flanke, dann die Fehlerkette da in der eigenen Gefahrenzone, aber Dyer kann es nicht ausnutzen. Setzt den Ball aus 5 Metern noch an die Latte. Glück hier für Ajax Amsterdam. Es ist zwar weiterhin die bessere Ausgangslage für Tottenham Hotspur durch das 2:1, aber der Auswärtstreffer, der ebenso wichtig ist in diesem internationalen Wettbewerb, hat Ajax Amsterdam in der 76. Minute erzielen können, und somit wird es dann doch ziemlich spannend im Rückspiel in Amsterdam. Barcelona gegen Liverpool, eine Partie, die schon auf dem Papier aktuell vielleicht das Beste ist, was Europa zu bieten hat. Hätte auch das Finale sein können, aber
Die Konstellation hat es nicht hergegeben und somit eben dieses Duell im Halbfinale. Ein vorgezogenes Finale vielleicht, zumindest für die ein oder anderen. Der FC Barcelona hier zu Hause im Camp Nou dominant und wollten gleich den ersten Nadelstich setzen und verwandeln. Aber Arthur kommt zwar mit dem Kopfball ran, aber kann die Flanke von Sergio Roberto dann nicht verwandeln. Die Reds heute in Weiß-Grau aufspielen, dann auch mit der ersten offensiven Annäherung. Erstmal etwas abwartend in der Defensive und über Konter sollte es dann was werden. Jetzt setzen sie sich mal am Strafraum fest und der FC Barcelona erstaunlicherweise sehr defensiv. Naby Keita nach 20 Spielminuten dann mal mit dem Abschluss testet Marc-André Ter Stegen. Der fährt aber die Hände aus und wehrt diesen Schuss dann zum Eckstoß ab. Macht er stark, aber ist auch einer für die Galerie. Den muss einer mit seiner Qualität natürlich auch halten. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Da ist Joel Matip völlig frei. Kriegt den Ball nochmal und dann ist Lenglet dazwischen. Marc-André Ter Stegen ist rechtzeitig unten, aber die nächste Szene folgte auf dem Fuß. Naby Keita nochmal. Sie schossen hier aus vielen verschiedenen Lagen. Bislang sollte der Treffer noch nicht fallen. Es war eine ausgeglichene Partie, aber Jürgen Klopp konnte grundlegend damit sehr zufrieden sein, noch keinen Gegentreffer kassiert und seine Mannschaft spielte ebenfalls sehr gefällig nach vorne und somit die nächste Möglichkeit über eine Standardsituation. Henderson legt sich den Ball zurecht, wieder von der rechten Seite, beobachtet das in der Mitte. Virgil van Dijk kommt dann auch zum Abschluss, aber der ist mit dem Kopf etwas gefährlicher als mit dem rechten Fuß. Das sehen wir hier in dieser Szene, ist auch ein suboptimaler Winkel, aus dem er hier den Kasten anvisiert. Über eine halbe Stunde gespielt, jetzt wieder der FC Barcelona. Schanzte sich tatsächlich hinten etwas ein, nun waren sie aber wieder gewillt, nach vorne zu spielen. Über Lionel Messi, der mit diesem Rechtsschuss Alisson Becker aber alles andere als aus der Fassung bringt. 5 Minuten noch bis zum Pausenpfiff, nochmal der FC Barcelona. Sergio Busquets, ein kleiner Übersteiger, legt dann ab zu Arturo Vidal, aber Joel Matip passt auf, kriegt die Beine noch rechtzeitig zusammen und von seiner Wade springt der Ball dann raus zum Eckstoß. Und den schauen wir uns auch noch an. Letzte gefährliche Aktion vorm Pausenpfiff. Alisson Becker hat da etwas Probleme und Vidal fällt dann der Ball auf den linken Fuß. 44. Spielminute, aber der Führungstreffer war hier noch keiner Mannschaft vergönnt. Nach 45 Minuten also das 0:0 ging in Ordnung. Liverpool hatte in der Mitte des ersten Durchgangs eine richtig gute Phase, versäumte es den Treffer zu machen und hatte jetzt vor dem Pausenpfiff etwas Glück, dass es noch nicht mit einem Rückstand in die Pause ging. Zweiter Durchgang dann mit dem besseren Beginn für den FC Liverpool und Jordan Henderson mit dem 1:0. 53. Spielminute. Einige Fans aus Liverpool dabei an diesem Mittwochabend. Das ging jetzt etwas zu einfach aus Sicht der Katalanen. Marc-André Ter Stegen kann gegen diesen platziert geschossenen, wuchtigen Schuss nichts mehr anrichten. Und der FC Barcelona braucht jetzt ein bisschen, um sich davon zu erholen. Wir sind schon über die 70-Minuten-Grenze hinaus. Jetzt wieder am Strafraum festgesetzt. Sergio Roberto wird nicht richtig angegriffen. Der FC Liverpool steht aber kompakt und sicher. Keine Lücke zu finden. Und dann eine Verzweiflungsflanke vom rechten Verteidiger. Weiß er selbst, da war wirklich niemand zu finden. Und so sah lange Zeit der zweite Durchgang aus. Barcelona drückte, aber kam nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Messi mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Und da dann mal wieder eine Möglichkeit für den FC Barcelona. Alisson Becker ist aber im kurzen bedrohten Eck da und kann den Kopfball von Philippe Coutinho dann auch ohne größere Probleme rausfischen. Dennoch war jetzt die Schlussphase der Gastgeber nochmal etwas besser. 78. Minute, Lionel Messi mit dem Eckstoß
von der linken Seite. Vielleicht ja mal eine Standardsituation. Da haben sie ja den ein oder anderen gefährlichen Spieler in der Mitte. Da ist der Kopfball von Sergio Busquets, der auch auf den Kasten geht. Aber Alisson Becker fischt den natürlich ganz einfach raus. Und mehr kam dann nicht von dem FC Barcelona. Und damit tatsächlich vielleicht die kleine Überraschung. Kein Treffer vom FC Barcelona und der Sieg im Hinspiel für den FC Liverpool. Damit ist fürs Rückspiel natürlich noch überhaupt nichts gegessen, aber die besseren Zeichen liegen jetzt erstmal bei den Reds, eben von Jürgen Klopp. Jo, das war's dann wieder mit der Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.